Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK hier auf dem Kanal. Wir sitzen nicht umsonst auf den Rappis, die sind schon wieder ganz gierig und scharren mit den Hufen. Was haben wir heute vor? Ich will mit euch nochmal in die Höhle, die wir hier haben, und ein bisschen Höhlenloot abfarmen. Das habe ich ja bis jetzt nur offscreen gemacht. Dann sollte eigentlich jetzt auch das Artefakt da sein, das holen wir uns dann auch. Habe ich schon gesagt, brauchen wir zwar nicht für einen Boss, aber ist trotzdem nice to have. Können wir einen Sockel bauen, können wir hinstellen, macht Licht, sieht hübsch aus. Kann man also mal machen. Und dann werden wir uns aber heute trotzdem noch eine weitere Höhle anschauen. Ja, es regnet und das Wetter ist hier einfach immer kacke. Wir werden uns noch eine weitere Höhle anschauen. Und zwar die große Höhle auf der Vulkaninsel. Da können wir, also vorausgesetzt, man hat es aktiviert, dass man in Höhlen fliegen kann, können wir da easy mit dem Flugtier rein und kriegen auch zwei Artefakte, von denen wir aber nur eins für den Boss brauchen. Aber auch hier gilt wieder für das zweite. Es sieht hübsch aus, wir können Sockel bauen, wir können es irgendwo hinstellen. Es macht Licht, alles cool. Nicht wahr? Und auch da gibt es Höhlenloot, das ist eigentlich, wenn man aktiviert hat, dass man in Höhlen fliegen kann, ist das eigentlich auf der Center Map die mit Abstand beste Möglichkeit, Höhlenloot abzufarmen, weil es dort ausschließlich roten Höhlenloot gibt, was der beste ist, der hochleveligste, und dieser ist, also ich habe bis jetzt immer mindestens zwei, ich glaube immer mindestens zwei, zweimal Loot gehabt. Hallo, greift ihr an. Was ist mit euch? Greift doch mal an. Was ist denn kaputt mit euch? Macht ihr mit? Stimmt hier was nicht? Warum sind die jetzt nicht draufgegangen, als ich sie draufgepfiffen habe, Kollegen? Greif dein Ziel an. Alles tutti. Verstehe ich nicht, muss ich nicht verstehen. Manchmal muss man ARK halt auch einfach nicht verstehen. Aber viel los sein wird hier eh nicht. Ein bisschen was wird nachgespawnt sein, aber nichts Dramatisches. Guck mal, hier kriege ich... Da, macht der jetzt? Haben die den Megalon nicht angegriffen, weil er irgendwie geschlafen hat oder so? Ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn überladen sein? Ich habe gar nichts gelootet. Aber es ist die Verlangsamung der Spiders. Hier ist immer noch Cody. Cody lasse ich hier. Cody tut keinem was. Also tue ich auch Cody nix. Ah, Tacke! Lupdi-dup-di-dup. Da kommt auch schon die nächste. Seht ihr das denn nicht? Seht ihr das denn nicht? Guck mal da. Zack, zapp, puff. So. Ich habe schon mal reingelunzt in die Höhle, ob überhaupt Höhlenloot nachgespawnt ist. Und die Antwort ist... ja. Aber hier bin ich falsch. Komm, wir lassen den Skorpion sein da hinten. Erfahrung muss ich nun mit euch nicht mehr zwingend sammeln. Noch mehr Cody. Die Schlange da hinten sah gerade äußerst weird aus, weil der Stein noch nicht gespawnt war. Aber die Snake schon. Hallo? Okay, danke. Da kommt, guck mal, da kommt die nächste, guck mal. Macht sie platt. Nein, jetzt, ne. Hier, looten. Loot. Also, ne, manchmal, ich sag's ja. So, bitte. Ich muss, die Hitboxen vieler Dinos sind ein bisschen strange in diesem Spiel. Manche haben riesige Hitboxen. Bei manchen muss man, man sieht das immer ganz gut, wenn man mit dem Spyglass arbeitet. Man muss bei manchen Dinos exakt die Hitbox treffen. Und bei einigen ist das, bei einigen sind das zum Beispiel die Füße, bei wiederum anderen sind es andere Körperteile, und mit dem Spyglass sieht man ganz gut das, was man anvisiert. Wenn man die Werte der Dinos sieht. Das war jetzt natürlich crappigster Höhlenloot aller Zeiten, ohne Witz, eine primitive Schleuder. Und ein primitiver Stoffhut. Das ist Vorführeffekt.
Hier können noch bessere Sachen drin sein. Das war jetzt allerdings nur blauer Höhlenloot. Das ist quasi, das ist der, ist das der drittniedrigste? Also rot, gelb, blau ist, glaube ich, die Reihenfolge. Und bei den Schlangen muss ich offenbar genau den Kopf treffen. Guck mal, es funktioniert einfach nicht. Aua, jetzt hat er mich gebissen. Naja, aber über das Thema Hitboxen kann man in diesem Spiel stundenlang philosophieren. Weil sie teilweise halt echt übel sind. Hier ist echt wenig Loot. Hallo! Hit and run! Rappis Regeln. Sag mal, wo ist denn der Loot? Weißt du, ich habe in die Höhle reingeschielt. Da zeigt mir die Höhle den ersten möglichen Loot-Spot. Da zeigt mir die Höhle Loot und dann war's das, oder was? Ist ja nicht zu glauben. Dann gucken wir aber jetzt noch, ob das Artefakt da ist. So, das da. Wir haben nämlich auch... Ich war so frei und habe mir offscreen... ach scheiße, ich habe extra Fackeln gebaut, um sie in der Höhle... Also ich wollte Fackeln. Ich passe auf. Wir ziehen die ins Dino-Inventar, attachen die mit dem Sattel und dann haben wir eine Fackel. Entschuldigung, dass ihr bis jetzt wieder kein Licht hattet. Das tut mir schrecklich leid. Das gibt's doch nicht. Geh doch mal drauf da. Da wirst du wahnsinnig, ne? Wenn du hier anvisierst, wie blöde. Guck mal, ich stehe genau davor. Ich treffe den Kopf. Da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Und nur einmal, nur ein Loot. Was ist hier los? Das ist nichts in Ordnung von Spiel. Ist bestimmt auch der Vorführeffekt. Ich habe ja gesagt, in der Höhle, in die wir gleich fliegen werden, habe ich mindestens immer zweimal Höhlenloot gehabt. Jetzt habe ich bestimmt nur einmal oder gar keinen Höhlenloot. Was war das? Was ist das? Habe ich die... War ich wieder blind? Los, esst ihn! So, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist, ich habe mir die Freiheit erlaubt und habe uns eine Tauchausrüstung hergestellt. Allein um dieses Artefakt zu holen. So, und sobald wir sie ausgerüstet haben, verliert sie Haltbarkeit, ist die Haltbarkeit auf Null, kriegen wir unter Wasser keine Luft mehr. Ich habe auch die Flossen an, da laufen wir an Land langsamer. Ich habe unten eine grüne Hacke, war offensichtlich, hat der Alpha-Rapidi dabei gehabt. Und jetzt gucken wir hier mal. Oh nein. Oh Gott. Übelster Lag. Das ist aber nicht das Artefakt. This is not the artifact. Oder? Nee. Carbonemis-Sattel. Ein Clan. Yay. Sag mal, war das Artefakt nicht hier? Jetzt geht's wieder los, ne? Sag mal, war das Artefakt nicht hier? Sag mal, war das Artefakt nicht da? Ich krieg's halt einfach nicht klar, ey. Sagt euch. Hier sind wir ja schon wieder. Alter, sind Perlen. Kein Artefakt, aber Perlen ohne Ende. What? Das wusste ich nicht. Dass wir hier so schön viel Perlen haben. Mann, benutzt deine Hände. Dann mach ich halt die Waffe weg. Und hier ist auch das Artefakt. Ich wusste doch, es war irgendwo tief unten. Ich wusste es doch. Kommen Sie her. Artefakt des Immunen. Artifact of the Immune. Wie gesagt, können wir für die Bosse nicht gebrauchen. Aber ich sollte vielleicht auch richtig einen Knopf drücken zum Looten. 51 Perlen. Das ist doch ziemlich gut zu wissen. Guck mal, das Artefakt ist direkt nachgespawnt. Hat den Grund, dass... Man selber kann nur ein Artefakt dabei haben. Im Inventar. In Dinos kann man es nicht geben. Das heißt, das Artefakt kann man nicht übertragen und man selber kann nur eins dabei haben. Aber für den Fall, dass man hier mit mehreren Leuten dabei ist, spawnt es halt relativ schnell wieder nach, damit sich jeder einfach eins nehmen kann, quasi. Es ist zwar auf ein Charakterinventar beschränkt, aber auf mehrere
Also jeder in der Gruppe kann quasi eins bei sich tragen. Wunderbärchen, da war wieder der kurze Höhlenleck. Gut, dann war das Artefakt bestimmt auch schon beim ersten Höhlenbesuch da. Ich habe lediglich... Ich bin lediglich nicht weit genug getaucht, weil ich auch eben keine Tauchausrüstung dabei hatte. Wunderbar, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Hier war, also der Höhlen, also Loot war ja hier unbeschreiblich viel. Es ist, ich kann mich vor Begeisterung kaum bremsen. Ein Carbonemis-Sattel-Bauplan. In Marode. Ja, also hier ist jetzt wieder, kommt ihr mit? Lasst ihr die Gegner, die in der Wand sind, in Ruhe? Kommt ihr? Kommt ihr? Ihr kommt nicht, ne? Das kriegt ihr nicht. Kriegt ihr nicht hin. Los, herkommen. So, bitte. Haben wir alle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich zähle nur 4. Charlie, Foxtrot, Bravo, Echo. Wo ist denn Delta? Sind nur 4, ne? Wir haben eine Rappi verloren. Wir haben eine Rappi verloren. Wo bist du? Hier hinten, hallo? Alles klar? So, bitte. Ich weiß nicht, ob der den Passivpfiff nicht abgekriegt hat. Ich kann es euch nicht sagen. Ich würde aber sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich mit dem Agent Tavis in der großen Höhle auf der Vulkaninsel bin. Ich weiß nicht, ob ich euch den Eingang schon gezeigt habe. Waren wir schon so weit auf der... Ich weiß nicht. Wir sehen uns wieder, wenn wir kurz vorm Eingang sind oder wenn ich gerade die Vulkaninsel überfliege. Dann zeige ich euch, wo der Höhleneingang ist und dann grasen wir die Höhle ab. Wie gesagt, da gibt es 2 Artefakte. Eins davon brauchen wir, eins davon können wir ein bisschen für Deko nutzen. Und wir kriegen hoffentlich guten Höhlenloot. Dieser Höhlenloot, der rote Höhlenloot, ist auch eine gute Möglichkeit, gute Rex, also einen guten Plan für einen Rex-Sattel zu bekommen. Als ich offscreen in der Höhle war, habe ich schon einen Plan bekommen. Der ist vom Rüstungswert her nicht ganz so gut. Aber einen guten Rex-Sattel braucht man natürlich später, um die Posse entsprechend auf höheren Schwierigkeitsgraden zu machen. Die gibt es ja im Gamma, im Beta und im Alpha Schwierigkeitsgrad. Gamma ist das leichteste, Alpha das schwerste. Und für einen Alpha Schwierigkeitsgrad brauchen wir schon... Hier geht wieder nicht drauf, ne, weil der schläft. Mann, dann wecke ich ihn halt auf. Los, auch auf, Junge. Na, geht doch. Offensichtlich kriegen die es nicht geschissen. Oder offensichtlich greifen die nicht an, wenn er pennt. Ja, gut, müssen sie ja wissen, ne? Was die Herrschaften machen. Wie kriege ich denn nochmal... Ja, so kriege ich die Fackel runter. Wunderbar. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich über der Vulkaninsel schwebe. So machen wir das. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir sitzen mit dem Argy in der Luft, tanken Ausdauer auf und sind in der Nähe der Vulkaninsel. Und der Eingang zur Höhle, zur großen Höhle. Es gibt 2 Höhlen auf der Vulkaninsel. Eine kleinere Höhle, wo es unfassbar viele Siliziumperlen gibt. Wo der Eingang aber relativ klein ist, sodass wir da zum Beispiel nicht mit einem Tulakuleo durch können. Wir können entweder mit einem Säbelzahntiger kommen wir rein oder mit einem Wolf kommen wir rein. Oder wenn wir ein Baby-Tulakuleo in die Höhle bringen, der passt durch, dann lassen wir ihn in der Höhle auswachsen und dann können wir auch mit dem Tulakuleo in die Höhle. Aber so krass und super mega schwierig ist die Höhle nicht. Da werden wir uns irgendwann einen Wolf tamen und züchten und dann werden wir uns auf den Weg machen und werden mit dem Wolf uns zur Vulkaninsel durchkämpfen. Wenn wir ein paar aggressiven Dinos werden wir wohl begegnen und werden uns dann durch die Höhle mit dem Wolf durchkämpfen und werden mit unfassbar vielen Siliziumperlen rausgehen. Bestimmt 3.000, 4.000 Stück bei den Farmeinstellungen.
bei mir auf dreifach. Ich glaube, dreifache Farmeinstellung habe ich. Fünffache Taming-Geschwindigkeit, dreifache Farmmenge. Erntemenge, so müsste es eigentlich sein. Ja, und der Eingang zur großen Höhle ist nicht zu verfehlen. Man muss eigentlich nur durch diesen Bogen durchfliegen. Ist der einzige Bogen, den es auf dieser Insel gibt. Ist relativ im relativ im Osten der Insel, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, eigentlich nicht zu verfehlen. Was ratsam ist, eine Ghillie-Rüstung zu tragen, so wie ich, denn Ghillie-Rüstung bietet erhöhten Hitzeschutz und ein bisschen warm ist es auf so einer Vulkaninsel schon, zumal wir ins Innere des Vulkans fliegen und dort sehr viel Lava sein wird. Und entsprechend heiß ist es dort drin. Aber ich glaube, eine normale Ghillie-Rüstung sollte da alles abfangen. Ich glaube nämlich, so super hoch sind die Temperaturen drin tatsächlich nicht. Wir könnten hier zum Beispiel schon mal gucken. Vielleicht finden wir einen coolen Wolf. Einen hochleveligen. Ein 95er, der ist nicht hochlevelig genug. Säbelzahntiger springen ja auch rum. Aber hier ist eben der Höhleneingang. Man kann auch, wenn man sich entschließt, hier seine Basis zu bauen. In dieser Höhle kann man unfassbar gut farmen. Hier außen ist schon Metall. Und unten in der Höhle ist Obsidian, Kristalle, Metall, alles drin. Man muss halt nur... für manches muss man gar keine Gegner aus dem Weg räumen, aber für einiges muss man halt ein paar Dinos aus dem Weg räumen. Ich tanke jetzt nochmal Ausdauer und dann geht's hinab und in der Höhle regnet es auch nicht. Hier, siehste, wunderbar. Wir können aber direkt mal wieder... Moment. Wir können aber direkt mal wieder so machen und so und haben ein bisschen Licht. Wobei wir in der Höhle, glaube ich, kein Licht brauchen. Hier ist immer ein riesiger Gegnerpulk. Wirklich immer. Das ist ein bisschen eklig, wer so Tierchen nicht mag. Ich habe ja mit Schlangen und so Spinnen und so jetzt nicht wirklich ein Problem. Ja, und hier sehen wir schon, hier sind Kristalle, hier ist Metall, hier sind tatsächlich auch keine Gegner. Hier spawnen nie Gegner, hier habe ich zumindest noch nie ein Dino, ein Tierchen gesehen. Und hier ist alles, Obsidian, Kristall, Metall, also alles, was man so kriegen kann. Also hier ist eine gute Möglichkeit, auch wenn man vielleicht hier in der Nähe gebaut hat, auf der nördlichen Dschungelinsel oder so, kann man hier auch super farmen, wenn man entsprechend einen hochgelevelten RG hat oder einen guten RG, der viel tragen kann, dann lohnt sich das wirklich. So, hier ist ein Spot, wo Höhlenloot sein kann. Natürlich ist hier kein Loot. Natürlich nicht. Jetzt fliegen wir hier durch, quasi zum ersten Artefakt, zu dem Artefakt, was wir für die Bosse nicht brauchen. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Ich habe auch schon offscreen zwei Artefaktsockel gebaut. Die werden wir am Ende der Folge auch noch irgendwo hübsch aufstellen und werden die Artefakte drauf platzieren. So, nämlich. Hier links ist es, da sehen wir schon. Werden wir aus dem Weg räumen? Ja, so ein paar trifft es eigentlich ganz gut. Pass auf, was wir machen können. Die Atro Blüblö hier. Hallo! So, ach guck mal, die sind auch alle so freundlich und entgegenkommend und hast du nicht gesehen. Hallo. Kommt ihr bitte alle? So, erspart man sich ein paar Kämpfchen und so, ne? Verstehst du? Wir können die natürlich auch lässig greifen, dann können uns die Spinnen nichts tun. Alles easy. Dich nehmen. Hallo? Dich wollte ich eigentlich noch greifen. Du machst auch keine Anstalten, Aggro zu kriegen, warum auch immer. Hier ist ja noch eine. Oh, die scheint etwas höher möglich zu sein. 145. Verdammt. Dabei wollte ich unbedingt eine Spinne haben, nicht. So, wir steigen ab. Wir schnappen uns das Artefakt. Ich habe jetzt gar nicht gezeigt, welches Artefakt das ist. Kleinen Moment. Das Artefakt der Starken. The Artifact of the Strong. Wie der Deutsche sagt. So, hier hinten ist ein zweiter Spot für Höhlenloot. Natürlich ist keiner da. Ich kriege die Krise. Es ist echt wieder dieser... Ich habe es ja gesagt, ne? Es gibt... 1, 2, 3, 4, 5... Es gibt 6 Loot-Spots in dieser Höhle, glaube ich. Wie gesagt, es ist immer roter Loot. Und ich hatte bisher immer mindestens 2-mal Loot. Das heißt, wir werden jetzt gleich sehen,
ob das tatsächlich so ist oder ob es, wie vermutet, einen super tollen Vorführeffekt gibt, dass wir nämlich entweder gar keinen Loot kriegen. Das hatte ich noch nie. Also, wie gesagt, immer mindestens zweimal. Immer zweimal mehr wie du. Und ich werde das offscreen, gerade wenn es in Richtung Rexzucht geht und wir immer noch keinen guten Sattel gefunden haben, werde ich das sehr oft hier abgrasen. Und werde, ja, werde die Loot Drops hier abfliegen. Sind ja in dem Sinne keine Drops, die kommen ja nicht vom Himmel, es ist einfach Loot. Loot-Kisten, wie auch immer man es nennen will. Es ist Loot. Und Loot ist gut. Das weiß man ja. So, hier unten rechts ist ein weiterer Spot, wo auch kein Loot ist. Ich sehe das schon. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was erzählt der für einen Scheiß hier? Der hat überhaupt keinen Plan. Erzählt uns hier was von Höhlenloot und nirgendwo ist Höhlenloot. Der alte Lügenprinz. Die Lügenfresse. So. Jetzt haben wir noch drei Spots haben wir noch. Drei Spots haben wir noch. Das heißt, es gibt noch Chancen tatsächlich, dass wir Loot finden. Ich bin zuversichtlich. Da hinten auf dem Sockel sehen wir es schon. Er ist noch nicht gespawnt. Auf diesem Sockel da ist das... Ah, hier, wunderbar. Ist das Artefakt. Das, was wir dann tatsächlich brauchen für die Bosse. Yay! Huhu! Ein meisterhafter Kompositbogen. Holy crap, das hat sich doch gelohnt. Gut, der meisterhafte Stoffhut ist jetzt nicht ganz so cool. Ich weiß gar nicht, was alles in rotem Loot, in roten Lootboxen, Lootdrops drin sein kann. Wie auch immer. Ich kann mich nicht entscheiden. Ihr merkt das, ich kann mich nicht entscheiden, wie ich es nennen soll. Was ist denn los? So, hier ist ein weiterer Spot. Hier ist auch Loot. Wunderschön. Wunderschön. Und hier ist auch Safe Zone. Hier spawnen keine Gegner. Hier kann man immer sicher landen. Hier sind keine versteckten Gegner an der Wand oder so. Jawohl, Gesellen-Gilli-Stiefel. Ich habe mich gefragt, ob es Gilli-Rüstung gibt tatsächlich, aber gibt es. Und ein Iguanodon-Sattel, Bauplan. Mir sind tatsächlich auch Baupläne lieber, als wenn wir direkt Sättel finden. Weil, ja, Baupläne können wir halt mehrere Sättel herstellen. Wenn wir einen Sattel haben, dann haben wir halt den Sattel. Und nicht mehr. So, jetzt schnappen wir uns das Artefakt. Und hinterm Artefakt ist noch ein weiterer Loot-Spot. Ich glaube, das... Ah, da ist auch Loot. Ich habe es gerade schon im Augenblick gesehen. Ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte... Und hier ist das Artefakt des Gewaltigen. Wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall für den Boss. Das Maximum waren, glaube ich, mal 4, die ich hatte. Und wir haben jetzt 3. Also 3 von 6, das ist schon... Das ist eigentlich normal. Eine Lanze. Und ein Bronto-Sattel. Meisterhaften. Okay. Da jetzt sogar ein richtiger Sattel, kein Blueprint. Ja, gut. Ist ganz nett, mehr aber auch nicht. So, und jetzt wieder raus aus der Höhle und zurück. Und wir sehen uns wieder, wenn ich in der Base bin, wenn ich soweit alles aufgeräumt habe und wenn wir die beiden Artefaktsockel platzieren und die beiden in Anführungszeichen unbrauchbaren Artefakte platzieren. Und dann haben wir auch mal ein bisschen Licht. Ich habe ja unsere Base bis jetzt noch gar nicht ausgeleuchtet mit Lampen, auch wenn wir schon lange Strom haben. Ich habe es auch vorher nicht mit Fackeln gemacht. Ich gucke jetzt einfach mal, wie gut und wie viel Licht die Artefakte spenden. Und dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht so lassen, ob ich gar nicht anders beleuchte. Das entscheiden wir dann. So machen wir das. Bis gleich. So, da sind wir wieder ganz kurz, wie versprochen, zum Abschluss der Folge. Ich habe das jetzt erstmal... ich habe die Artefaktsockel jetzt erstmal hier an den Pfeilern platziert. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwo so einen kleinen Artefaktraum baue, wo wir dann, wie der Name schon sagt, eben die Artefakte alle platzieren. Die kann man ja immer wiederholen und immer wiederholen. Man kann immer nur eins gleichzeitig im Inventar haben, man kann aber 50 Stück in der Truhe haben und mehr. Wo wir dann vielleicht auch die Trophäen reinhängen für die Bosse etc. Das weiß ich noch nicht so genau. Wenn, dann wird dieser Raum wahrscheinlich nicht hier drinne sein, sondern irgendwann, wenn wir nach draußen expandieren, sage ich mal, und hier rund um den See
das Gebiet annektieren, so wie wir es jetzt teilweise schon gemacht haben, dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass wir das mal machen. Aber fürs Erste packen wir die Artefakte einfach erstmal vor die Pfeiler. Das sieht ja auch erstmal ganz schick aus, nicht wahr? Und ich werde auch immer wieder von denen, die wir zur Beschwörung brauchen für die Bosse, werde ich halt auch irgendwie immer, also sowieso immer welche holen, weil wir die Bosse ja öfter machen wollen. Da werde ich aber dann auch einfach irgendwie irgendwo welche hinstellen. Dass wir halt von jedem Artefakt vielleicht eins haben, was hier auf so einem schönen Sockel steht. Ich finde, das sieht halt einfach schon schick aus. Das kann man mal machen. Okay. Ich habe gelesen, dass einige Namensvorschläge machen für die Titanoboas und die Skorpione, die, da das nur in Anführungszeichen Tiere sind, die fürs Eierlegen da sind, werden die keine Namen bekommen. Die sind halt, ich möchte einfach nur Skorpioneier und Titanoboa-Eier. Die Titanoboas waren bis jetzt noch nicht so eierlegefreundlich, die Skorpione, wir haben jetzt immerhin schon 3 Skorpioneier. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ach ja, der Kompositbogen, das habe ich übrigens gar nicht. Das habe ich, weiß nicht, einige haben es bestimmt gesehen, aber die Herstellungskosten, die sind halt schon krass. Also 1070 Zement, 1356 Polymer, da können wir mit Sicherheit auch Organisches nehmen, aber da bin ich mir fast sicher, dass es schneller geht, Materialien fürs Polymer zu farmen, als Pinguine abzufarmen fürs organische Polymer. Und 1200 Metallbahnen, das ist nicht das Problem, die sind schnell gefarmt. Aber nur mal so zum Vergleich, ne? Also der normale Kompositbogen, können wir das eben kurz nachgucken? Bestimmt. Der normale Kompositbogen kostet 85 Metall, 95 Polymer und 75 Zement. Und wir sehen, das ist schon ein bisschen mehr. Meisterhaft ist die zweithöchste Qualität, die ein Gegenstand haben kann. Wir haben die Lanze gefunden in Überragend, das ist die höchste Qualität. Die hat entsprechend auch Anforderungen, die sind holy, holy. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob Lanzen im Singleplayer oder im PvE-Modus, wie auch immer man es nennen möchte, ob die überhaupt einen Effekt haben, ob die überhaupt was bringen. Ich glaube, die bringen gar nichts. Ich weiß es nicht genau. Wenn die irgendwas bringen, wenn die cool sind, wenn ich die bauen soll, wenn ich die ausrüsten soll, dann schreibt mir das gerne mal. Ich habe noch nie eine ausgerüstet oder ausprobiert, weil es halt vom Text her so klingt, als wäre das eher irgendwie was fürs PvP, weil man ja gegnerische Reiter von den Reittieren stoßen kann. Ich weiß es nicht. Und ich will halt auch keine elendig teure Lanze bauen, um dann festzustellen, dass mir die überhaupt nichts taugt. Nicht wahr? Das will man ja nicht. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Wie ich finde, eine erfolgreiche Folge. Wir haben ein paar Siliziumperlen gefarmt. Den Spot werde ich mir merken und zwischendurch auch immer mal wieder abfahren. Wir sind immerhin mit 400 Siliziumperlen aus der Höhle gegangen. Wir haben die ersten Artefakte bekommen, darunter auch eins, was wir für die Bossbeschwörung brauchen. Ich habe euch gezeigt, wo man guten oder den besten Höhlenloot auf Center abgreifen kann. Und wie gesagt, das werde ich zwischendurch immer mal wieder machen, in der Hoffnung, einen besseren Rex-Sattel zu finden, als den wir bis jetzt haben. Wir haben einen Sattel mit 51,2 Rüstung. Das ist natürlich noch nicht ganz so gut, wenn man vergleicht, dass wir hier zum Beispiel schon einen Iguanodon-Sattel mit einem 83er Rüstungswert haben. Da geht mehr. Ich meine, ich bin überhaupt schon froh, dass ich überhaupt so schnell einen Rex-Sattel gefunden habe, einen Plan für einen Rex-Sattel, weil ich habe schon einen Spielstand gehabt auf Center, da habe ich tagelang, da ist das tagelang abgefahren worden, nicht nur von mir. Und da ist dann gerade mal ein Sattel bei rumgekommen. Und deswegen bin ich schon froh, dass da jetzt schon einer da ist. Das ist gut. Und nun soll es das wirklich gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.